Der Schritt in die Achtstelligkeit war dann eigentlich relativ easy. Hallo Freunde, herzlich willkommen zu diesem Video. Heute sitze ich hier mit dem Max Reidel. Servus. Servus Leute. Servus, direkt vom Weißwurstfrühstück angereist. Perfekt, 5.30 Uhr, die ersten Weißwürste, die dürfen das 12 Uhr Leuten nicht hören. Also der Max ist ein sehr großer Immobilieninvestor mittlerweile und schon im achtstelligen Bereich unterwegs. Und jetzt frage ich ihn einfach mal, hey, erzähl doch mal deine Story. Wo hat es denn angefangen und was waren so die Stellschrauben, die du gedreht hast, um ins jeweilige nächste Level zu kommen? Ja, gerne. Also ich habe Grundausbildung praktisch in der Bank gemacht und war da 10 Jahre lang. Das war eine lange Grundausbildung. 10 Jahre. Genau, und habe im Endeffekt das Business, das Finanzbusiness, Finanzbildung von der Pike auf gelernt. Mhm. Und das war auch eins der tragenden Säulen von meinem jetzigen Erfolg, auch wenn ich mich in der angestellten Zeit natürlich nie so richtig wohlgefühlt habe, habe ich halt auch sehr viel mitbekommen, was man wunderbar adaptieren kann und für sich auch benutzen kann, und habe dann in der Zeit, in der Bankzeit, schon parallel begonnen, mir mit ersten Fix- und Flip-Projekten ein Zubrot zu verdienen. Und es ist dann ganz gut gelaufen. Mhm. Und man muss dazu sagen, es gibt ja schon die eine oder andere Podcast-Folge, wo ich das erzähle. Ich habe natürlich auch so in jungen Jahren natürlich auch ein gewisses bewegtes Leben geführt, das dazu geführt hat, dass ich minus 40.000 Euro Kontostand hatte. Okay. Also jetzt nicht auf dem Girokonto, ich habe immer wieder Konsumdarlehen aufgenommen, umgeschuldet und so weiter. Okay. Und es kam dann irgendwann einmal der Punkt, wo ich aufgewacht bin und gesagt habe, hey, so kann es jetzt nicht weitergehen, weil wenn die Kurve jetzt so weiterläuft, dann bist du irgendwann bei minus 400. Oder beim Peter Zwegert Berlin bei der Schuldenfalle. Und deshalb habe ich mir dann überlegt, okay, was könnte ich machen? Was kann ich gut? Ich konnte immer schon gut verkaufen. Was interessiert mich? Ja, die großen Zahlen haben mich immer schon interessiert. Mhm. Immobilien haben mich von klein auf interessiert. Und dann habe ich mich in dem Thema reingefuchst, war dann Multiplikator für Immobilien, hat sich das genannt. Hast du dann selbst immer dir die Immobilienkredite gegeben? Oder? Naja, so einfach geht es leider nicht. Auch bei den Dispos ging es nicht so einfach, die immer wieder zu erhöhen. Da gibt es dann schon noch ein Kontrollorgan, das dann da im Hintergrund ist und dagegen zeichnen muss. Aber ich habe quasi dann mich als Multiplikator für Immobilien engagiert. Das heißt, ich habe Besichtigungen gemacht, ich habe Objekte reingeholt und habe da sehr, sehr viel mitbekommen. Und Finanzierungen habe ich ja immer schon gemacht, selber mit den Baufinanzierungen etc. Und so hat sich halt mein Know-how sozusagen verdichtet. Und dann habe ich irgendwann den Mut zusammengenommen und habe die erste Wohnung gekauft und die dann komplett in Eigenleistung mit Obi-Ware saniert, neben der Arbeit bis teilweise 2 Uhr nachts. Also ich kann gar nicht mehr zählen, wie oft da die Polizei an der Tür geklopft hat und gesagt hat, die Nachbarn haben angerufen. Okay. Sie schlagen da die Fliesen ab und was weiß ich. Das hast du alles selbst gemacht, mitten in der Nacht. Mitten in der Nacht teilweise, total crazy. Und ich hatte auch viele Leute aus dem Bekanntenkreis und Freundeskreis, die da handwerklich begabt sind, die ich damit eingebaut habe. Und so habe ich die Wohnung dann saniert oder mehr renoviert und mit dem ersten Deal gleich einen 6-stelligen Gewinn gemacht. Okay. Und das hat mich dann so angefixt, dass ich da dran geblieben bin, weitergemacht habe, die nächsten Deals gedreht habe und dann auch schon in die ersten Grundstücks. Das war ja dann schon mehr als ein Jahresgehalt, oder? Ja. Also ich kann es genau sagen, ich habe bei der Bank verdient 1.500 Euro netto. Okay. Und das ist ja das crazy System. Das war Sparkasse, war so alte Beamtenstrukturen, kann man das fast nennen, öffentlicher Dienst. Da verdienst du ja mehr Geld, wenn du alt wirst. Okay. Das ist super, super Leistungsansporn. Ja? Also da verdient praktisch der 50-Jährige, der am Schalter sitzt, viel, viel mehr als der
Anfang 20-Jährige, der eigentlich die Geschäfte abschließt. Und der richtig Bock hat. Und das motiviert natürlich ungemein. Also entweder man verkümmert und nimmt es einfach so in Kauf und verkümmert eben, wie so ein Pflänzchen, oder man sucht sich andere Wege. Okay. Und ich habe mir glücklicherweise, ich war schon kurz vorm Verkümmern und habe dann glücklicherweise einen anderen Weg gefunden. Also ich hatte so 1.500, 1.600 Euro netto ungefähr. Ja, da waren aber Provisionen schon mit dabei. Okay, krass. Also ist natürlich jetzt auch schon ein paar Jährchen her. Da waren die Weißwürste auch noch ein bisschen billiger als jetzt. Aber unterm Strich war es halt nicht viel. Und da musste ich natürlich ein bisschen was auffüllen. Und deswegen waren halt irgendwann immer die 40.000 dann da, weil du, wenn du jedes Monat dir 500 Euro auffüllst, dann hast du halt irgendwann nochmal einen Berg, auf dem du sitzt. Ja, klar. Und deshalb war natürlich dieser Gewinn halt im Endeffekt Wahnsinn, ja, für mich und der erste. Und der hat mich halt dann so gleich so gepusht, dass ich da halt dran geblieben bin und habe dann mich auf die ersten Grundstücke gestürzt. Und das ist jetzt alles also um die 10 Jahre her circa mit der ersten Wohnung. Und habe mich dann auf die ersten Grundstücke gestürzt. Das hat sich dann auch so zu meinem Steckenpferd entwickelt. Mhm. Also das ist ja also für einen Eigenkapitalaufbau perfekt. Also ich bin ja sowieso einer, der immer sagt, okay, bau dir Eigenkapital auf und dann gehe in den Bestandsaufbau. Mhm. Weil du natürlich dann mit einer ganz anderen Geschwindigkeit über die Startlinie gehst. Und dazu eignet sich halt so Fix and Flip und auch so Grundstücksentwicklungen, Grundstücksprojektierungen. Wenn man das Thema Projektentwicklung hört, dann sagen viele, oh, das ist nur was für alte Hasen, nur was für Profis und so weiter. Es gibt ja auch in der Projektentwicklung, ich meine, Fix and Flip ist ja auch eine Art Projektentwicklung. Mhm. Es gibt ja in der Projektentwicklung auch viele Sparten, die man bedienen kann, die jetzt nicht so risikoreich sind oder beziehungsweise nicht so ganz intensiv sind. Ja? Wie wenn ich jetzt eine grüne Wiese im Naturschutzgebiet zu Bauland umwidme, das ist natürlich schon Wahnsinn. Ja? Das ist schon Champions League, das klappt auch in den seltensten Fällen. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel so Grundstücksentwicklungen mache, wie ich sie gemacht habe, das quasi sind Grundstücke, wo sich das Baurecht nach umliegender Bebauung orientiert, wo du dann dir schöne Häuschen drauf planen lässt, 3D-Häuschen, meinetwegen vom Fertighaushersteller oder von einem Generalunternehmer, und dann einfach nur die Grundstücke durchhandelst, das macht richtig Spaß. Und das hat sich auch so zu einem meiner Steckenpferde entwickelt. Und bis heute mache ich das noch sehr, sehr, sehr gerne. Und ist ein ganz ein tolles und probates Mittel, sich da wirklich Eigenkapital aufzubauen. Und wo findest du die Grundstücke? Also Grundstücke sind ja echt schwierig zu finden heutzutage. Ja, jein. Da kommt es immer ganz darauf an, wie man sucht. Und Akquise von so Geschichten ist einfach Fleißarbeit. Also das ist jetzt nicht was, was ich jetzt mal schnell im ImmoScout mir mal ein paar Tage mal anschaue, sondern es ist Fleißarbeit. Da gehört erstens auch die Portale dazu, da gehören gute Kontakte zu Maklern dazu, da gehört einfach so ein gutes Netzwerk dazu, in dem Umkreis, wo man sich engagiert, dass die Leute wissen, dass du sowas ankaufen willst. Da gibt es ja 1.000 Möglichkeiten und, glaube ich, auch mittlerweile 1.000 Videos, wie man das anstellt. Ja. Genau. Netzwerken ist halt immer wichtig, es ist ja bares Geld. Mhm. Und das sind halt einfach so verschiedene Quellen, wo man sich dann so Deals ranschaffen kann. Das ist Punkt 1. Mhm. Das ist ja praktisch dann das, was auf einen zukommt, wenn man sich das erarbeitet. Und dann gibt es aber Punkt 2, den ich fast noch als mindestens genauso wichtig, na, eigentlich noch wichtiger sehe, ist auch der Blick auf Objekte. Wir haben ja eingangs schon mal drüber gesprochen, der Blick auf Objekte, den finde ich fast noch wichtiger. Weil wenn jetzt zum Beispiel ein Altbestand angeboten wird, sanierungsbedürftiger Altbestand, der auf einem großen Grundstück steht, wo Nachverdichtungen möglich wären, ist er vielleicht auf den ersten Blick uninteressant, wenn man sagt, okay, das ist ein Haus mit 1.000 Quadratmeter Grund und auf den ersten Blick würde man da vorbeigehen und sagen, okay, Einfamilienhaus, sanierungsbedürftig, ist viel zu teuer, 1.000 Quadratmeter Grund. Zweiter Blick, ich betrachte das Baurecht, vielleicht kann ich da noch nachverdichten, vielleicht kann ich zwei Doppelhaushälften hinten ins hinterliegende Grundstück reinbauen, theoretisch. Und da muss man, glaube ich, an den zwei Seiten arbeiten. Einmal das ganze Netzwerk, Makler, Portale und so weiter, wo man fleißig sein muss, und einmal, wo man kreativ sein muss, einfach den Blick auf die Immobilien zu verändern oder ein bisschen kreativer zu halten. Und wie erreicht man das? Ja, durch Selbsttraining, dass man sich einfach Gedanken macht.
Oder dass man sich einfach auch mit Leuten austauscht, die vielleicht schon einen kreativeren Blick haben, wo man sagt, hey, ich habe da was, fällt dir was dazu ein? Und je öfter man das macht, das ist wie ein Muskel. Ja? Irgendwann fällt einem immer was ein. Irgendwann hast du dann einfach auch den Blick auf die Objekte. Mhm. Und wir haben ja eingangs schon mal, wir haben ja im Vorgespräch ja schon drüber gesprochen, also ich habe auch Objekte aus dem Immo-Scout, die dafür geeignet sind. Und es ist halt ein sehr, sehr wichtiger Punkt, den man auch nicht vernachlässigen darf. Mhm. Und so finde ich auch meine Objekte. Ja? Also erstens eben durch dieses Netzwerk und zweitens auch durch die Kreativität. Und das zusammen bringt mir wirklich einen sehr guten Dealflow, eine sehr gute Anzahl an Deals. Und das kann aber jeder da draußen replizieren. Okay. Und dann wie bist du dann von dem sechsstelligen Beträgen in die siebenstelligen hochgekommen? Also es war dann über die, also das war, also vom Fix und Flip zum Grundstückshandel, oder? Das war eigentlich der krasseste Schritt. Ja. Jetzt so rückblickend betrachtet, auch der schwierigste, auch bei den Banken. Mhm. Ich habe dann nach ein paar Jahren, wo ich dann diese Fix- und Flip-Geschichten und die kleineren Grundstücksentwicklungen gemacht habe, dann die Reißleine gezogen und habe mich praktisch dann selbstständig gemacht. Habe dann zur Absicherung noch so einen HGB-Vertrag noch geschlossen. Und, was ist das? Also praktisch so einen HGB-Vertrag mit einer Versicherungsgesellschaft, das, wo du praktisch monatlich eine Fixum kriegst und ein bisschen nebenbei noch verkaufst. Mhm. Einfach so, um für mich so einen doppelten Boden einzubauen. Da warst du dann auch versichert und alles darüber, oder? Genau. Ja. Und habe aber die Standard, die ganzen Fixkosten und so weiter dann auch getragen, war für mich einfach so ein doppelter Boden. Und da bin ich halt voll durchgestartet im Immobilienbereich und habe das alles aber auf Einzelfirma gemacht, also auf Maximilian Reidel. Mhm. Und erst seit kurzem bin ich mit so einer Holdingstruktur unterwegs, mit Projektgesellschaften und so weiter, weil ich habe das praktisch auf dem Niveau, habe das ein bisschen gesteigert, habe das dann einige Jahre gemacht. Mhm. Und dann kam halt der erste siebenstellige Deal, also im Einkauf, und das war eigentlich so der schwierige, die schwierigste Step, weil es auch für die Banken psychologisch irgendwie eine Hürde ist. Mhm. Und dann, der Schritt in die Achtstelligkeit war dann eigentlich relativ easy, ja. Von dem her, weil da hast du dann auch den Track Record und so weiter. Wo die erste Million ist das Schwerste, ist da schon was dran? Da ist schon was dran, ja, auf jeden Fall. Ja. Okay. Und wie gesagt, danach war es von der Argumentation bei den Banken her wirklich relativ easy. Mhm. Und ich sage ja immer, wenn irgendjemand mit Problemen auf mich zukommt und sagt, hey, mit Banken und da, wie soll ich meinen ersten Fix and Flip Deal finanzieren, und so, dann sage ich immer, es gibt 2000 Banken in Deutschland. Frag halt mal einen an. ja, genau. Erstens mal, frag halt mal den ersten an, bevor du schon in Problemen denkst. Ja, ja. Und wenn der nein sagt, geh einfach zunächst, das kannst du 2000 Mal machen. Ja, okay. Und schon alleine, also das wird nicht funktionieren, dass alle nein sagen. Irgendeiner sagt immer ja. Irgendeiner sagt immer ja. Man muss halt einfach hartnäckig sein und fleißig, und dann klappt es auch. Okay. Und wie ist deine Holdingstruktur jetzt aufgebaut? Also du hast eine V&V GmbH, genau, die dir komplett gehört, oder wie ist das? Genau, ja, richtig. Und dann haben wir quasi unten drunter, weil ich mache auch Bauträgermaßnahmen, aber allerdings nur unter Zwang, sage ich jetzt mal, oder unter Androhung von Gewalt, nee, Spaß. Bauträger, also die Wertschöpfung in der Projektentwicklung ist natürlich viel, viel größer, als wenn ich jetzt rein Bauträger mache. Mhm. So ein Bauträger, der hat bei uns 10-20% Marge, ja. Mhm. In der Projektentwicklung hast du ja 40, 80, 100, 150% Marge. Mhm. Warum hast du denn Bauträger? Es gibt halt gewisse Situationen, wo du einfach nicht auskannst oder wo Projekte so sensibel sind, dass du sie wirklich dann auch bis zum Ende durchziehen musst. Mhm. Da kannst du aber dann auch, ich meine, das würde jetzt zu weit führen, aber da gibt es natürlich dann auch Systeme, wo du dich quasi absichern kannst, indem dass du jetzt keine Einzelvergabe machst, sondern das an GU abgibst und so weiter mit Haftungen etc. Aber am meisten Spaß, und ich brenne für Projektentwicklung, das ist mein Thema. Da könnte man die nächsten 18 Stunden hier so sitzen, obwohl ich schon seit 5 Uhr wach bin. Dann ist die Kamera voll, aber... Ja, die Kamera voll. Okay. Aber dafür brenne ich, und das macht mir am meisten Spaß. Mhm. Und da sind natürlich auch wahnsinnige Margen drin. Mhm. Allerdings, um wieder auf das zurückzukommen mit den Schritten von dem Transaktionsvolumen oder von dem Einkaufsvolumen, man muss auch dafür gemacht sein. Weil
mit einem achtstelligen Kreditvertrag ins Bett zu gehen, das kann auch nicht jeder. Mhm. Und ich hatte auch, oder habe immer wieder, wenn irgendwelche Probleme auftreten, Momente, wo ich dann mit Angst zu kämpfen habe oder mit Verunsicherung. Aber Angst muss man, weil das haben viele, bevor die einsteigen, haben wir das Thema mit der Angst, aber Angst ist ja ganz wichtig. Wenn wir keine Angst haben würden, dann würde man eine Stunde tot sein, ja? Wenn man einfach rauslaufen würde auf die Straße, weiß nicht, ob es hier so einen mittleren Ring gibt oder was, wie in München. Nee, hier gibt es keinen Ring. Wäre aber gut für den Verkehr hier in Stuttgart. Genau. Und ich glaube, das Thema ist, wie man damit umgeht. Ist man das Reh im Scheinwerferlicht, das stehen bleibt und sich überfahren lässt? Oder ist man der, der sagt, schlag zwei Haken und dann bin ich wieder weg? Mhm. Und macht schon, glaube ich, den Unterschied aus von einem erfolgreichen Investor zum unerfolgreichen. Also erstens mal die Kreativität und zweitens auch die Angst, wie man mit Angst umgeht. Oder wie gesagt, man muss auch damit ins Bett gehen können, weil besonders in der Projektentwicklung treten immer wieder Sachen auf, wo du quasi vielleicht mit irgendwelchen Behörden Probleme hast, mit Nachbarn oder Ähnlichem, wo du wo der Riesensteine in den Weg gelegt werden, die du auch wieder wegschaffen musst. Mhm. Und da hatte ich und habe auch immer wieder mal Momente, wo ich auch wirklich mich wieder fokussieren muss und sagen muss, so, das sind jetzt die Probleme, das und das und das sind die Lösungen. Kurz zusammenzucken, kurz heiß-kalt-Moment und dann geht's wieder ab durch die Mitte. Und das ist von außen, das ist immer alles total cool und Ding, aber du musst auch dafür gemacht sein, besonders in dem Business, weil da wird ja jeden Tag in die Fresse geschlagen. Das ist einfach so. Das ist dann wahrscheinlich auch der Grund, warum nicht so viele Leute dann sich da rantrauen und so eine Projektentwicklung. Und das ist halt in dem Bereich, also es gibt ja, wie gesagt, Projektentwicklung Light, so wie ich es nenne, diese Grundstücksentwicklung, die ist wirklich für einen Großteil geeignet, weil das einfach im Endeffekt nichts anderes ist als ein Trade, also ein Grundstückshandel und ohne Baumaßnahmen, ohne Haftungen, ohne. Mhm. Ja. Und das ist ein ganz interessanter Punkt, um sich Eigenkapital aufzubauen. Und dann gibt es halt auch die tiefe Projektentwicklung, wo ich mich wirklich auf eine grüne Wiese setze und sage, hier soll Bauland entstehen. Wie gehe ich das an? Und das ist also so eine Range und da muss man wirklich differenzieren. Und für jemanden, der sich Eigenkapital aufbauen möchte, wo ich auch immer empfehle, habe ich ja eingangs schon gesagt, erst Eigenkapital, dann Bestand, ist Thema Fix und Flip und das Thema Grundstücksentwicklung, glaube ich, zwei der wichtigsten Punkte. Wie viel Eigenkapital würdest du empfehlen für einen Einstieg ins Bestandsgeschäft? Also ins Bestand, ja, es kommt darauf an, das kommt wieder sehr individuell, weil es natürlich da auf die Erwartungen von demjenigen ankommt. Wenn er sagt, mit 5.000 Euro im Monat positiven Cashflow bin ich zufrieden, dann kann man das durchaus auch mit einem überschaubareren Eigenmitteleinsatz praktisch angehen. Mhm. Wenn ich jetzt sage, okay, ich will Open-End 50, 100.000 Euro, dann muss man schon auch dementsprechend Eigenkapital haben. Die Banken sagen nicht umsonst 20%, da ist schon was dran. Kommt auch ganz darauf an, in welchem Marktumfeld ich investiere. In Marktumfeldern, die problematischer sind, sollte das Eigenkapital grundsätzlich höher liegen als in Marktumfeldern, die vielleicht ein sicheres Wachstum haben, also, aber das ist halt extrem individuell, kann man nicht sagen, aber wenn ich mich jetzt unter sechsstellig hinstelle und sage, ich will jetzt groß Bestand aufbauen, dann tue ich mich schon schwer. Mhm. Also ich denke mal, 100.000 Euro ist jetzt mal erst einmal vielleicht eine psychologische Grenze, aber ist jetzt schon eine Größenordnung, die man haben sollte, um in den Bestandsaufbau zu gehen. Weil wenn ich gut verhandle und ich sage, ich habe 10% Eigenmittel, dann kann ich 1 Million damit bewegen. Weiß man selber, was man für 1 Million noch kriegt heutzutage. Ja, und was es auch Cashflow macht. In München eine kleine Wohnung, ja. Ja, allerdings. Ohne Weißwurst. Genau, ohne Weißwurst. Allerdings muss man auch dazu sagen, da gibt es ja auch noch mehr, was als Eigenmittel zählt, wie zum Beispiel vorhandene Immobilieneigentum, das man quasi als Ersatzsicherheit mit anbringen kann. Oder gibt es ja verschiedenste Punkte, was so in Eigenmittel zählt, in Eigenkapital zählt. Also nicht nur das reine Cash, sondern auch Vermögenswerte. Und von dem her ist es dann ein Gesamtbild. Aber es ist ein ganz individuelles Thema und kommt halt auf die Wünsche und Ziele der Person drauf an. Deswegen ist es ganz wichtig, dass man sich darüber bewusst ist. Ja. Was will ich, ja? Aber was will ich eigentlich? Ja, wenn ich 5 Wohnungen will, ja, dann
Sag ich, okay, 5 Wohnungen wo? In München oder in Groß-Gera oder was? Das ist halt einfach ein Unterschied. Ja. Und da muss man sich wirklich im Klaren werden, was will ich, wo will ich es, und dann kann man da eine gute Strategie erarbeiten. Hattest du auch schon mal eine Projektentwicklung, die irgendwie nach hinten losgegangen ist, wo du irgendwie ordentlich draufzahlen musstest oder die du vielleicht 5 Jahre in der Backe hattest anstatt einem? Naja, also gut, die Frage ist was, wie definiert man nach hinten losgegangen? Ja? Also Zeitverschiebungen hast du eigentlich immer. Okay. Ja, da gehst du immer voller Euphorie ran und sagst, okay, in 1,5 Jahren will ich das liquidiert haben. Klappt meistens nicht. Aber ich hatte auch schon mal so lustige Sachen wie bei einer Entkernung Strafanzeige wegen Umweltgeschichten, weil die Firma, die ich beauftragt hatte zum Entkernen, die Nachtspeicher irgendwo auseinandergebaut hat. Da ist ja so leicht flüchtiges Asbest drin. Das war überhaupt nicht der Auftrag. Der Auftrag war, bitte stellen Sie die Nachtspeicheröfen auf den Balkon, das Abrissunternehmen eingepackt, das Abrissunternehmen holt es ab. Und jetzt waren da halt zwei Arbeiter, die ja halt gedacht haben, gut, wir tragen es in den Garten runter, aber die Dinger sind 400 Kilo schwer, wir bauen es halt mal auseinander. Und dann haben die eins auseinandergebaut, der war aber dann trotzdem noch zu schwer, dann haben sie praktisch alle rausgestellt, eingepackt und den einen auseinandergebaut und haben sie da hingelegt. Ja, und dummerweise führte das dann dazu, dass man anonym wurde das gemeldet, dass dann auseinandergebauter Nachtspeicherofen liegt und dann auf einmal steht dann das Gewerbeamt, legt die Baustelle still und so weiter. War das dann gegenüber dir der Vorwurf oder gegenüber dir? Ja, erstmal gegenüber mir, weil ich ja praktisch da der Bauherr bin. Aber ich habe dann gesagt, okay, ich habe die engagiert. Es war sogar der Abrissunternehmer dabei und hat denen gesagt, bitte stell es da raus. Mhm. Der konnte das auch bezeugen und dann wurde das sozusagen auf die Firma dann umgelegt sozusagen. Okay. Ja. Da war ich dann raus. Aber das sind dann schon auch wieder so Momente, wo du denkst, ja, was geht eigentlich ab? Ja. Und ja, also wir haben da schon ganz verschiedene Themen erlebt und auch mal was draufgezahlt und so. Das kommt einfach vor. Aber wenn du 10 Projekte machst, die funktionieren, dann kann auch mal eins dabei sein, das stottert. Das ist nicht das Thema. Ja, wenn du mir jetzt mal überlegst, wenn du Margen hast von 30, 40, 50%, wenn du 10 Projekte oder 9 Projekte erfolgreich machst und eins mal nicht funktioniert, okay. Ja, das muss man einfach, das passiert halt. Aber in der Regel, toi toi toi, das habe ich leider kein Holz, aber Metallzeit auch, dann geht man ja mit so guten Vorbereitungen, mit einem sehr guten Netzwerk, mit guter Erfahrung an die Sachen ran, dass sie auch funktionieren. Mhm. Ja? Aber man ist nie gefeit vor irgendwelchen Behördenwillkür oder. Bist du einfach nicht. Und deshalb braucht man da schon, also wenn man in die tiefe Projektentwicklung einsteigt, also schon auch ein dickes Fell. Und wenn man aber dranbleibt, dann kommt man schon irgendwie durch. Ja, sicher. Also der Weg ist das Ziel. Ja? Man muss halt einfach das Ziel vor Augen haben, fokussiert bleiben, Ruhe bewahren, nicht panisch werden und einfach Lösungen erarbeiten. Dann funktioniert das auch. Und das ist aber wirklich für die weit Fortgeschrittenen was. Ja. Also für die Einsteiger oder praktisch für die schon ein bisschen Erfahrung haben oder die für die Eigenkapitalaufbauer gibt es eben Lösungen, die wirklich gut laufen und gut funktionieren und die man auch gut systematisieren kann und auch die auch replizierbar sind. Da muss man nicht gleich, wie gesagt, die grüne Wiese umwandeln zu Baugrund. Das ist dann was halt mal kommt, wenn man dann schon viele Erfahrungspunkte gesammelt hat. Ja, alles klar. Und was sind so deine Ziele, Visionen, wo soll es noch hingehen? Also 8-stellig bist du schon. Soll es 9- und 10-stellig werden? Nein. Also oder 11-stellig? Also ich habe... Nein, eben nicht. Also ich bin eher so, ich sage, okay, soll jetzt, also die Projekte, die ich jetzt habe, die wirklich noch ordentlich ab. Und dann werde ich mich eher konsolidieren auf ein 7-stelliges Projektvolumen. Und weil ich einfach die Erfahrung gemacht habe, dass das macht einfach am meisten Spaß. Ja, so Projekte, die so zwischen 1,5 und 2,5 liegen, da hast du einfach die, finde ich, für mich, die ruhigste Hand, die auch die schönsten Margen und
da kannst du eigentlich ganz gut leben, weil es ist so. Aber mehrere gleichzeitig dann oder einen? Ja, je nachdem, ja genau. Also einfach, dass man auch mehrere parallel fährt, mhm. aber du hast halt auch ein echt überschaubares Risiko, mhm. Weil Totalverlust im Immobilienbereich gibt es nicht, meines Erachtens. Das ist ein mhm. theoretisches Risiko, aber das ist zu vernachlässigen. Und wir haben halt, ich habe halt für mich festgestellt, wenn du wächst und wächst und wächst und wächst, du machst irgendwann mal an kapitalen Fehler unter Umständen. Und ich habe bisher bin ich relativ gut durchgekommen und ich habe keinen Bock, dass ich da oben den Fehler mache. Weil der Impact von dem Fehler da oben ist dann so groß, dass er vieles, was gut gegangen ist, kaputt machen würde. Mhm. Und deswegen bin ich eher so, ich sage, okay, es ist auch mal gut, am Roulette-Tisch seine Chips zu nehmen, aufzustehen, umzutauschen und ein bisschen quasi an einen Tisch mit einem kleineren Bein wieder reinzugehen. Mhm. Und deswegen ist mein Ziel die Konsolidierung und deswegen habe ich auch für mich als Zukunftsorientierung oder zukunftsorientiertes System, habe ich, ich nenne sie immer meine jungen Wilden, ein paar aufstrebende Immobilieninvestoren an die Hand genommen und habe mit denen Unternehmen gegründet und wo ich praktisch mein Netzwerk, das Know-how und so weiter einbringe. Mhm. Und die haben alle eine gewisse Vorbildung im Immobilienbereich, also auch ganz intensiv auch. Und die haben halt richtig Feuer. Die sind echt, also Grüße gehen raus an meine Jungs, die sind Raphael, Flo, Tobi, Sebastian. Und die haben richtig Feuer unterm Hintern. Und für mich ist es halt einfach schön, weil es ist ein sehr einsamer Job, mhm. als Projektentwickler und jetzt so wieder in so einer Gemeinschaft drin zu sein, wo man einfach unglaublich viel bekommt, auch was gibt, aber auch unglaublich viel zurückbekommt und es einfach super funktioniert, wo auch wieder diese Themen Fix- und Flip-Projekte, kleinere Projektierungen wieder gespielt werden, macht mir halt unglaublich viel Spaß und da sind wir auf einem extrem erfolgreichen Kurs und das ist auch so meine Zukunftsvision, kleinere Projekte wieder zu machen, oder ich meine, klein sind sie ja nicht, weil 1,5 bis 2,5 ist auch ein ordentlicher Batzen, mhm. aber sagen wir mal, mittlere Projekte zu machen mhm. und von den ganz großen wieder ein bisschen Abstand zu gewinnen. Okay, und dann hast du mit jedem von den Jungs eine eigene Gesellschaft? Oder? Nee, wir haben zwei Gesellschaften konkret, also eine hat den Sitz in Österreich und eine in Deutschland und bei der einen sind wir zu dritt und die österreichische ist dann nochmal eine Tochter von unserer Gesellschaft. Also das ist eine Tochter von Tochter praktisch ein Enkel. eine Enkelgesellschaft. Okay. Und genau, und das ist für mich eine absolute Bereicherung und ist für mich auch vom operativen Aufwand her echt gut steuerbar. Weil die Jungs halt einfach das alles mittlerweile selber können und ich halt nur noch bei den Spitzen eingreife. Vom Meister geschult. Ja, sozusagen, ja. Also ich, wie gesagt, ich stelle mich nie irgendwo als der große Guru hin, weil ich sage, jeder, auch du, der sich dieses Video anschaut, der kann das umsetzen. Ich bin mit Ach und Krach durch die Schule gekommen, also mhm. wirklich. Also es war bei uns ganz ein schwieriges Thema. Ja. Die haben zu mir immer gesagt, ja, dem wird doch sowieso nichts. Aber es verdient schon mal wie die ganze Klasse. Ja, richtig. Also weiß ich nicht, aber ich vermute es. Ja. Und wie gesagt, deswegen sage ich, das kann jeder, kann es umsetzen. Mhm. Ganz oder teilweise. Aber jeder ist in der Lage, wenn er sich aktiv dafür entscheidet, das zu tun. Ja. Ja, dann musst du nicht alle Hauptstädte von Europa kennen, ja. Sondern du musst gut verkaufen können. Das ist schon ein Punkt, man verkauft sich ja überall an der mhm. Bank, überall bei den Verkäufern, muss ich gut verkaufen mhm. können. Und wie gesagt, die vorigen Attribute sich aneignen. Und dann klappt's. Einfach durchziehen. Dann einfach durchziehen. Dickes Umsetzen. Das ist an dem scheitert es eigentlich am meisten, an der Umsetzung. Viele wollen, wenige setzen um. Ja. Und das ist halt einfach. Und ich habe auch, wie gesagt, schon Themen gehabt, wo ich gesagt habe, okay, so und so läuft und es hat dann nicht funktioniert. Am Ende des Tages bringt mich jedes Scheitern näher an mein Endziel. Mhm. Und von dem her ist es auch nicht schlimm, wenn man Sachen probiert und es klappt nicht. Ja? Wenn ich jetzt,
ich kann ein bisschen Spanisch, ich stelle mich in eine spanische Gruppe und rede halt einfach. Mhm. Ja, auch, die denken sich wahrscheinlich, was ist denn das für ein Vogel? Ja, der, una cerveza, por favor. Genau. Und, aber es kommt bei den Leuten gut an, weil die sagen, okay, der probiert es wenigstens. Ja, und klappt dann auch immer so ein bisschen. Also ich denke mal, man muss einfach mal ein bisschen machen und dann klappt es auch. Und wie gesagt, Netzwerk aufbauen. Deswegen sind so Kongresse wie Immopreneur-Kongress, wo du ja sprichst, da freue ich mich schon sehr drauf. Also dann vielen Dank, Max, für die tollen Einblicke in deinen Lebenslauf und die Shortcuts, die man vielleicht jetzt daraus schließen kann, wenn man das Gleiche nachmachen möchte. Danke für deine Zeit und ja, dass ich hier gerne sein durfte. Und ja. Danke für deinen kleinen Zwischenstopp hier in Stuttgart und dir noch erfolgreiche Geschäfte später. Mach's gut. Du auch, Fabian.